Neue Folge Stellaris Star Trek mit mir, Dennis. Willkommen zurück in der Milchstraße und es sind Dinge passiert zwischen den Aufnahmen. Um genau zu sein, ist eine Sache passiert und zwar haben die Ferengi die Beinar eingeladen, unserer Koalition beizutreten und die Beinar sind lange nicht so stark wie die Ferengi oder auch wir, also die Föderation, aber immerhin halb so stark und auch nicht komplett unfreundlich, allerdings nervt mich ihr Gequatsche. Die haben nämlich die aus der Serie, aus den Star Trek Serien bekannten Geräusche, die sie machen. Ich gucke jetzt mal mir kurz an, wo die sind und versuche mich dann mal ein bisschen mehr mit ihnen zu beschäftigen. Also die Beinar liegen hier direkt relativ nah zur Föderation. Das ist also eine sehr gute Wahl von den Ferengi gewesen. Andererseits sind sie hier direkt sozusagen abgeschnitten von uns und auch den Ferengi durch die Breen. Und die Breen sind, glaube ich, Leute, die uns nicht so richtig mögen. Minus 500, das ist, glaube ich, fast das Maximum. Versklavende Imperialisten. Das heißt, im Zweifelsfall werden wir es schwer haben, unsere neuen Verbündeten hier, die beinahe, zu beschützen. Es könnte beinahe problematisch werden. Oh. Jetzt können wir sie doch verstehen. Beziehungen verbessern. Wir haben noch keinen Botschafter bei den Binar. Dann schicken wir doch mal Rehane dahin. Damit wir mit denen noch ein bisschen uns besser stellen. Weil mit der Zeit wollen wir natürlich, nachdem die Ferengi beigetreten sind, dann nachher der Föderation wollen wir natürlich die Beinar auch integrieren. Aber das geht halt noch nicht sofort. Die Karreman möchten eine Botschaft etablieren. Ja, auch das ist sehr schön. Das dürfen sie machen. Was ist jetzt hier mit der Dreijahresmission? Die startet jetzt hier, oder was? Ja. Okay, wir sind auf dem Weg. Das sollte passen. So, Koalitionseinladung für Rengi an Beinar. Ja, das haben wir ja gesehen. Das habe ich auch umgesetzt entsprechend. So, dann gucken wir mal kurz nach einer Sache und zwar, wie es hier aussieht mit der Erforschung von diesem Xendi-Sabu-System. Das ist bald soweit. Noch vier Sachen müssen da erkundet werden, dann können wir da auch eine Sternbasis bauen. Dann rüsten wir jetzt erstmal unser Konstruktionsschiff auf. Oh, die Dosi. Möchten eine Botschaft etablieren. Auch das dürfen sie gerne machen. Oh, hier, jetzt geht's ja richtig ab. Eine kriegerische Diktatur, ja, okay. Mann, ey, wie viele Botschaften wir mittlerweile haben. Unglaublich. So, jetzt machen wir mal wieder hier Deep Space Mission Nummer 1. Zack. Das ist ja immer reines Glücksspiel. Ich habe ja keine Ahnung, was da dahinter steckt dann jeweils. Das ist leider ein bisschen doof. Wir rüsten mal die ganzen Konstruktionsschiffe hier auf, weil ich glaube, die kriegen dann bessere Warp-Antriebe und sowas. So, wir haben ein Kolonieschiff. Das gerade gebaut wurde, das soll ja hier den Nekronebel da erforschen. Okelidokeli. Technologie erforscht. Ich habe endlich mal den Xenozoo erforscht, einfach nur weil wir den schon ewig erforschen können und es nie machen. Dann würde ich jetzt mal Strafkolonien erforschen. Vielleicht bauen wir mal eine. Das kann ja vielleicht auch mal nützlich werden irgendwann. Irgendwie irgendwann. Terraformen können wir ja bislang noch nicht, ne? Ich gucke mir gerade mal an, was wir für Entscheidungen eigentlich so treffen können. Wir können verschiedene Ausstellungen machen. Das verbessert dann die Produktion in bestimmten Bereichen. Kriegsrecht geht natürlich auch. Fügt Centaurus, was folgende Auswirkungen hat. Aha. Okay, wir können eine Kolonie integrieren. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir können Luxusgüter verteilen. Das erhöht die Immigration, dann wächst der Planet schneller. Das ist natürlich ganz cool. Ich glaube, das mache ich jetzt mal.
können auch das Planetenwachstum fördern. Das sorgt aber nur für die gleiche Sache letztlich. Können noch einen zusätzlichen Sektor hier hinzufügen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Da müssen wir mal so ein bisschen was ausprobieren, was es da so gibt. Was ist denn in New Montana so los? Da können wir auch die Luxusgüter verteilen für mehr Wachstum. Das mache ich jetzt mal. Wir haben genug Luxusgüter, dass wir das jetzt einfach mal bei ein paar Planeten machen können, um einfach ein paar mehr Bewohner daran zu kriegen. Ich glaube, das ist nicht so eine schlechte Idee. Expansionismus, aha. Die Tamarianer möchten eine Botschaft haben. Die hatten noch keine Botschaft bei uns, okay. Of Luani. Luani under two moons. Construction complete. Ja, die reden ja leider immer so ein bisschen schwierig verständlich. Alles in Metaphern und Geschichten. Eine Ancient Civilization entdeckt. Sehr gut. Verborgenes Ereignis tritt ein. In einem Jahr und 40 Tagen. Interessant. Kiazis children, their faces wet. Okay, also sie sind... Ich versuche das mal zu übersetzen. Die Kinder, ihre Gesichter sind feucht, also sprich, sie weinen. Also wahrscheinlich geht es in der Geschichte aber um Freudentränen, denn sie wollen ja mit uns... Oder Tränen der Rührung, denn sie wollen ja mit uns ein Migrationsabkommen schließen. Also sie sind sehr gerührt davon, dass wir das in Betracht ziehen. Kann ich das so interpretieren? Ich weiß nicht, ob ich es kann, aber ich tue es jetzt einfach. So, wir verteilen noch ein paar Luxusgüter. Wir wollen schließlich deutlich mehr Einwohner haben überall. Wir haben eine Menge Planeten, aber kaum einen, der schon... eine Hauptstadt hat und die können wir erst ab 20 Einwohnern upgraden. Also müssen wir schauen, dass wir hier aus diesen 5 mal möglichst schnell irgendwie 20 machen. Und deswegen hauen wir hier mal ein bisschen was rein. Natürlich ist das nur Migration, was ich jetzt anrege und nicht das organische Wachstum quasi. Aber das können wir ja zum Beispiel hier auch mal machen. So. Das ist ja die neueste Welt. Ross wird dann die allerneueste sein. Und da hauen wir jetzt mal das noch rein. So großflächige hydroponische Felder. Bauen wir mal nochmal 2, weil wir brauchen weiterhin mehr Nahrung. Und wir haben aber genug, wir handeln genug Nahrung, dass ich mir es leisten könnte auf einem der Planeten, wo wir relativ viel Nahrung produzieren, wo wir relativ viele Arbeiter haben, zum Beispiel auf der Erde, könnten wir nochmal so einen Bodending sie hier machen. Vielleicht auch auf dem Mars, da haben wir 19. Was haben wir denn sonst noch für Planeten mit richtig vielen Einwohnern? Das kann ja fast nur ehemalige fremde Planeten sein. Der hier zum Beispiel. Dann bauen wir da noch so ein Teil. Super Collider ist natürlich auch cool. Ja, ich baue erstmal da einen Super Collider. Haben wir noch andere Planeten, wo, sagen wir mal, 15 oder mehr Einwohner sind? Nein, haben wir nicht. 14 hätte ich noch im Angebot. Da haben wir auch schon einen Super Collider, also einen Teilchenbeschleuniger. Dann bauen wir hier noch ein Zentrum für Bodenanreicherung. Ach Gott, dieses blöde Brizen-Nitrat. Es geht mir auf den Senkel, ey. Massiv, möchte ich fast sagen. So, wir kaufen mal wieder ein paar Legierungen. Denn an Geld mangelt es nicht. Das haben wir nicht zu knapp. Wir verkaufen Mineralien. Wir kaufen Legierungen. So. Wir haben auch genug Energie-Credits. Also das ist alles kein großes Problem. Dann können wir ja mal gucken, dass wir unsere Flotten mal wieder ein bisschen upgraden. Was ist denn unsere schwächste Flotte? Mit der fangen wir an, die zentrale Flotte. Oh, warte, jetzt erstmal hier. Beitrittsprozess der Ferengi. Oh, immer noch nicht fertig. Gibt's doch nicht, Freunde. Gibt's doch nicht. Ja, gut. Ich würde natürlich gerne das System hier jetzt auch
integrieren. Das heißt, wir machen jetzt niedrige Intensität. Dann geht das jetzt halt relativ langsam nur voran. Ja, Pech gehabt, dann ist das so. So. Dann haben wir aber wenigstens noch die... den Einfluss, um uns da eine Sternbasis leisten zu können. So, was erforschen wir denn jetzt? Kohärenter oder dedizierter Phaser? Oder ein Angriffsphaser? Ja, mal einen kohärenten Phaser. Das klingt so schön kohärent. Festungswelt, Fraktionseinflussproduktion plus 1. Ja, ja, warum nicht? Mehr Einfluss ist, haben wir ja gerade gesehen. Können wir gut gebrauchen. Okay. Wir haben die Ordnung auf der Erde wiederhergestellt. Ich habe Gott sei Dank zu keinem Zeitpunkt gemerkt, dass die Ordnung nicht da war auf der Erde. Weil die Kriminalität halt weiterhin irgendwie sehr niedrig war. Also, das war kein Problem. So, jetzt können wir mal die anpassungsfähigen Wirtschaftsrichtlinien hier freischalten. Dadurch können wir einen Teil unseres Handelswerts in Konsumgüter eintauschen. Nicht, dass wir das jetzt direkt machen werden oder brauchen. Kann ich das über Erlasse machen oder wie funktioniert das? Nicht so richtig, ne? Wird Zeit, dass wir mal ein bisschen mehr Einfluss wieder haben. Das liegt wahrscheinlich gerade an den Integrationen dieser beiden Planeten hier im Omega-Sagitta-System. Da integrieren wir ja gerade zwei primitive Welten, nenne ich es jetzt mal. Sie sind schon warpfähig. Sie sind also deutlich weniger primitiv als die Menschen im Jahr 2022, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Aber dadurch, dass wir zwei Planeten gleichzeitig integrieren, fehlen uns natürlich insgesamt zwei Einfluss pro Monat. Und das merkt man dann schon. Das merkt man schon. So. Also das mit den Ferengi dauert noch ein bisschen, weil wir einfach nicht genug Einfluss haben, um da mit hoher Intensität immer hinterher zu sein. Aber das ist nicht so wild. Wir kriegen das ja trotzdem hin. So, ich wollte meine Flotten eigentlich ausbauen, aber mir fällt gerade auf, man könnte ja vielleicht auch mal eine Megastruktur bauen. Eine demütigende Erinnerung daran, dass wir alle Teil einer größeren Gemeinschaft sind. Demütigend, das klingt ja nicht so nett. Das können wir uns alles nicht leisten, ne? Was bringt das dann? Ein Sternenflottenmuseum? Tja. Weil hier ist nicht so richtig, weil ich damit anfangen kann. Auch hier, Starfleet Science Station. Keine Ahnung, was das bringt. Das erklärt sich mir irgendwie nicht. Oh, Philippa Georgiou. Natürlich, bekannt und berüchtigt als Captain der Shenzhou in Star Trek Discovery. Soll sie eine heroische Admiral werden oder eine heroische Wissenschaftlerin? Ich würde sagen, sie wird eher ein heroischer Admiral, weil sie ja schließlich... Okay, ich kann die jetzt rekrutieren. Ich kann das ja mal machen, damit ich sie einfach hab. Oh, wir haben noch einen General hier. So... Müsste sie jetzt hier nicht sein? Da ist sie, Philippa Georgiou, mit süßen 20 Jahren und direkt schon ein heroischer Admiral. Zack. Sehr, sehr cool. Die wird leiten... traditionell müsste sie eigentlich die Südflotte leiten, weil sie ja im Krieg mit den Klingonen stirbt. Gleich am ersten Tag quasi. Nicht so heroisch. Vielleicht können wir sie ja da einfach mal einsetzen. Dann würde ich... den Kommandanten hier mal ersetzen durch Philippa Georgiou. Ne, die benennen wir auch nicht um. So. Und dann läuft das. Dann können wir tatsächlich mal noch ein Schiffchen bauen, hier oder da. Die schwächste Flotte ist die Zentralflotte. Die Nordflotte ist dann als nächstes dran. Dann würde ich sagen, können wir ja mal die Nordflotte ausbauen. Dann machen wir das. Und zwar bauen wir dort... auch nochmal ein Schiff der Kelvin-Klasse und ein Schiff der Miranda-Klasse. Die Chironiten möchten eine Botschaft etablieren. Das ist gestattet. 3-Jahres-Mission. Planetensurvey, da kriegen wir jetzt irgendwas Schönes. Freue ich mich. Ich verkaufe so lange mal wieder ein bisschen Mineralien, weil wir davon einfach genug haben.
Wovon wir nicht genug haben, sind Legierungen. Aber bei weitem nicht genug von. So. Da müssen wir immer mal einkaufen. Meine Erlasse sind abgelaufen. Das ist nicht schön. Die machen wir direkt wieder. Hauen wir direkt wieder rein. Wir haben ja auch genug Ressourcen dafür. Wie viel Deuterium haben wir? 10.000. Auch das lohnt sich. Und die Gesundheitsreform. Davon brauchten wir dieses rote Zeug. 800. Das haben wir auch. Machen wir. Wird alles direkt erneuert. Ich finde gut, dass gerade bei der Forschung, die wir gerade abgeschlossen haben, eine Borg-Sphäre auf dem Bild zu sehen war, obwohl wir die Borg noch gar nicht kennen. Sternbasis Stufe 3 schalten wir frei. Dann können wir unsere Sternbasen weiter ausbauen. Ach du liebe Güte. Okay, mittlerweile haben wir hier fast nur noch gefährliche Technologien, die wir erforschen können in der Physikforschung. Ich frage mich, ob wir das jetzt mal probieren. Also wir erforschen jetzt mal polarische Ionenenergiestationen, weil die mir am wenigsten gefährlich erscheinen. Das ist ja in erster Linie jetzt erstmal einfach eine Energieerzeugung. Mal gucken, was das bringt. Es wird gefährlich, es bleibt gefährlich. Aber wir lieben ja die Gefahr. So ein bisschen. So, die Westflotte hat übrigens mittlerweile eine Stärke von 13.000. Ich bin großer Fan davon. Das finde ich sehr gut, dass die so stark sind. Und wir haben auch das Xendi-Sabu-System uns beschafft. Dann würde ich jetzt mal mit der Sagan hier ins Trappist-System fliegen und dort die Anomalie erforschen, die wir vorhin haben aktiv links liegen lassen, weil die uns noch zu kompliziert war. So, und wie sieht's eigentlich aus? Ich sehe gerade, ich habe ja so viele Systeme irgendwie mitten im Gebiet der Xinti. Nee, nicht Xinti, Kasinti sprechen die sich, glaube ich. Die sind mittlerweile herzlich mit uns. Wir können ja mal einen Wirtschaftspakt mit denen schließen. Und ein Forschungsabkommen, auch wenn sie davon mehr haben dürften als wir. Und dann können wir noch eine Botschaft etablieren. Weil es wäre natürlich schon total super, wenn wir nicht mehr nur neutral mit ihnen wären, sondern auch positiv gestimmt wären. Wir haben auch aktuell keinen Botschafter bei den Kasinti. Doch, haben wir. Quatsch. Hier, der Dash Shimok ist da. Wir können ja mal ein Handelsabkommen machen und mal hier so ein bisschen Informationen tauschen. Das kann eigentlich nicht schaden. Und dann kriegen sie einfach noch ein bisschen Dilithium, was sie nicht haben wollen. Ein bisschen Uranium wollen sie haben. Verbrauchsmaterialien. Damit kann ich sie auch erfreuen. Und Latinum mag jeder, oder? Latinum mag jeder. So, dann kriegen sie das alles. Mein Ziel ist, dass die ins Plus kippen. Wir haben auch ein Plus 7 pro Monat aktuell. Das heißt, in 3 Monaten sind sie uns positiv gestimmt. Vielleicht, und das wäre natürlich der Hammer, wenn wir die Kasinti zum Beitritt kriegen könnten. Die Kraylor. Die kenne ich auch irgendwie mit diesen komischen Ohren. Aus irgendeiner Serie, aber ich weiß jetzt nicht aus welcher. Also das gleiche wie immer. Ich sage dasselbe wie immer. Ja, wir erforschen jetzt einfach mal den Armeeschaden, dass der höher wird. Die Brunali sagen mir jetzt auch nichts. Aber die Kasinti, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Die sind die Föderationsmitglied im 24. Jahrhundert. Natürlich jetzt noch nicht 22, 29, aber ich glaube, im 24. Jahrhundert könnte es fast sein. Das müsste ich mal googeln, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Weil es dienen ja Kasinti an Bord von Föderationsraumschiffen. Wieder mal, man sieht es in Star Trek Lower Decks. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie beigetreten sind. Ich meine, es dienten auch schon sehr früh Klingonen an Bord von Föderationsraumschiffen. Und das Klingonische Reich ist ja auch bislang, soweit ich weiß, jetzt nicht der Föderation beigetreten. Also es reicht ja schon, wenn man dann eng assoziiert ist, dass man dann Starfleet sozusagen als Einzelperson beitreten kann. Auch wenn das jetzt nicht sozusagen
reichsweit gesagt wird, hier, ihr sollt alle Starfleet beitreten oder so. Aber da kann sich ja trotzdem einzelne Ksinti können sich ja dafür entscheiden. Und ich glaube, so ist das dann eher. Aber wie cool wäre das denn, oder? Wenn die Ksinti beitreten würden, dann hätten wir hier einfach diesen kompletten Bereich, alles für uns. Und dann haben wir auch eine gemeinsame Front gegen die Romulaner. Dann könnten wir hier schön uns gegen die Romulaner positionieren. Und sobald die Ferengi beigetreten sind, können wir auch noch Systeme hier im Zentrum der Galaxis vielleicht für uns beanspruchen. Das finde ich ja mal richtig schön. Das gefällt mir ja mal sehr gut. Ja, also, das entwickelt sich bislang alles hervorragend. Jetzt, das sage ich, das sage ich seit 3 oder 4 Folgen, es entwickelt sich alles gut. So lange, bis die Klingonen oder die Romulaner mir den Krieg erklären. Von den Klingonen glaube ich nicht, dass es demnächst passieren wird. Da habe ich dafür gesorgt, dass das nicht passieren sollte. Allerdings führen die weiterhin irgendwie Krieg gegen die Romulaner und besetzen hier gegenseitig ihre Systeme. Die Romulaner gewinnen das aktuell übrigens. Hier sind sehr viele Systeme der Klingonen romulanisch besetzt. Das gefällt mir jetzt gar nicht, weil die Klingonen sind mir sehr freundlich gesonnen. Mit denen würde ich jetzt sogar mal einen Wirtschaftspakt schließen. Das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn wir es schaffen würden, dass die Klingonen der Föderation beitreten. Dann lassen wir den föderations-klingonischen Krieg Mitte des 23. Jahrhunderts, also 2250 ungefähr, lassen wir einfach ausfallen. Der wäre ja in 20 Jahren, aber es sieht momentan nicht danach aus, dass es dazu kommen kann überhaupt. Wie gesagt, sie sind uns sehr freundlich gesonnen. Dann integrieren wir die Klingonen noch im 23. Jahrhundert, also weit über 100 Jahre bevor es auch nur annähernd passieren könnte in der Serie, integrieren wir in die Föderation. Und dann haben wir die Ksinti, die Ferengi, die Klingonen und die Föderation alle gemeinsam hier gegen die Romulaner. Dann haben wir quasi eine durchgehende Front und können hier quasi eine neutrale Zone einrichten. Und ich werde, glaube ich, keinen Krieg gegen die Romulaner beginnen. Das wäre wahrscheinlich auch ziemlich dumm. Ich gehe davon aus, dass die stark sind. Aber was wir mal machen könnten, wäre spionieren. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, nächste Folge mal Spionage zu starten gegen die Romulaner, weil wir gar nichts über die wissen. Wir wissen nicht mal, wie stark die sind. Wir wissen nur, sie führen Krieg gegen die Klingonen. Ah, okay, das gucken wir uns nächstes Mal mal an, dass ich mal versuche, ein Spionagenetz in Romulus, im Romulanischen Reich aufzubauen, auf Romulus. Aber erst beim nächsten Mal. Jetzt ist Schluss für heute. Ciao, ciao, Leute.